In der Geschichte von Star Wars sind uns bereits so einige spannende Charaktere begegnet. Von Jedi, die ein Abbild von sich über mehrere Planeten projizieren können, über Droiden, die anscheinend das Konzept von Freundschaft verstanden haben, bis hin zu mächtigen Sith, die am Ende doch die helle Seite der Macht für sich ausgewählt haben. Und einen ganz besonderen Sith-Lord werden wir uns heute einmal genauer anschauen. Klar, wir hatten Sidious, der nahezu in Perfektion die Macht an sich gerissen hat, Vader, welcher der lebende Beweis war, dass die Wahl einer Seite niemals endgültig sein muss, und Plagueis, der mutmaßlich die Midichlorianer dahin beeinflussen konnte, Leben zu erschaffen. Doch einer sticht besonders heraus. Er hat alle ihm nachfolgenden Sith maßgeblich beeinflusst. Darth Bane. Er war nicht nur der einzige Überlebende der Zerstörung der Sith durch die Jedi, sondern auch der Erschaffer des Prinzips, über das wir schon einiges Male gesprochen haben, die Regel der Zwei. In diesem Video frühstücken wir erst einmal den offiziellen Kanonbereich ab und sliden dann ganz geschmeidig in die Geschichten aus Legends. Da gibt's nämlich so einiges Spannendes über Darth Bane zu erfahren. Ich bin Luke, das ist eine neue Folge Academy, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem neuen Video. Bane lebte in einer Zeit des Untergangs der Old Republic. Während dieser Zeit gab es zwar noch mehrere Sith, allerdings strebten viele von ihnen ganz individuell nach Macht und Einfluss. Während Bane in der Sith-Armee kämpfte, realisierte er aber schnell, dass diese Machtkämpfe untereinander eine massive Schwachstelle darstellten, welche den Jedi dann schlussendlich die Chance gab, die Sith vollständig auszulöschen. Einzig Bane überlebte. Um zu verhindern, dass so etwas erneut passieren konnte, entschied er sich, eine neue Philosophie der Sith ins Leben zu rufen, die Regel der Zwei. Ab diesem Moment sollte es nur noch einen Meister als Verkörperung der Macht geben und einen Schüler, der nach dieser Macht strebte. Damit ein Gleichgewicht bestehen blieb, konnte der Schüler die Macht seines Meisters nur dadurch erlangen, diesen irgendwann zu ermorden oder bei dem Versuch zu sterben und dann eben durch einen neuen Schüler ersetzt zu werden. So nahm auch Bane sich einen Schüler und begann sein Wissen weiterzugeben. Auch die Jedi erfuhren natürlich von den neuen Wegen der Sith und dachten fälschlicherweise, sie hätten die Sith mit Banes Tod dann vollständig ausgelöscht. Es ist im Kanon nicht ganz klar, wer genau jetzt sein Schüler war und wie Bane gestorben ist. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sein Schüler die Regel der Zwei befolgte und ihn wie vorgeschrieben einfach... Bane wurde als letzter Sith Lord auf der alten Sith-Welt Moraband im Tal der Dark Lords begraben. Eine Geistererscheinung von Bane of Moraband können wir übrigens in The Clone Wars sehen, als Yoda sich auf seiner Suche nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit auf dem Planeten begibt. Damit wäre das, was im Kanon bestätigt ist, soweit auch schon mal abgefrühstückt. Kommen wir also zum durchaus spannenden Legends-Bereich. Doch bevor wir dahin gehen, Moraband ist im Kanon das gleiche wie Korriban. Der Planet wurde nur irgendwann umbenannt. Also wer vielleicht Korriban aus den Old Republic-Spielen kennt, das ist das gleiche wie Moraband. Deswegen auch das Tal der Dark Lords und so diese Parallelen. Bane, oder wie er eigentlich hieß, Dessel, wurde im Jahr 1026 vor der Schlacht von Yavin geboren und lebte zunächst als Aberminenarbeiter auf dem Planeten Apatos. Nachdem er einen niederen Offizier der Galaktischen Republik getötet hatte und in Gefahr war, verhaftet zu werden, wurde er von einem Freund vom Planeten geschmuggelt, um sich der Brotherhood of Darkness anzuschließen. Einen Zusammenschluss von Sith, die in den späteren Jahren der Republik an Macht gewann. Bane sagte selbst einmal über die Brotherhood, dass sie nichts anderes als eine verdrehte Perversion des Jedi-Ordens sei, eine dunkle Parodie dessen, gegen was sie kämpften. Er landete zunächst jedoch als einfacher Fußsoldat bei den Gloomwalkers. Das ist eine Sith-Armee. Der Sith-Lord Kopech erfuhr von diesem Vorfall und bot Dessel an, der Sith-Akademie auf Korriban beizutreten. Bane nahm das Angebot an und wurde schnell ein herausragender Schüler. Obwohl er sein Training vergleichsweise spät begann, übertraf er bald viele der anderen Studenten. Er widmete sich anfangs den Studien in den Archiven, unterließ dies jedoch zeitweise, als ihm einige Sith-Lords dann davon abriegen. Es handelte sich laut ihnen nur um alte Aufzeichnungen und Relikte aus vergangenen Zeiten, die keine Relevanz mehr hätten. Bane sollte sich lieber auf das Lichtschwerttraining konzentrieren, und nachdem einige Zeit verging und Bane sich eigentlich ziemlich gut machte, realisierte er eines Tages, dass er seinen eigenen Vater versehentlich durch das Nutzen der Macht damals getötet hatte. Schockiert von dieser Erkenntnis verlor er sein Vertrauen in die dunkle Seite und büßte zeitweise einen großen Teil seiner Macht ein. Nachdem er in einem Duell erniedrigend geschlagen wurde, widmete er sich dann im Stillen wieder dem Studium der alten Archive. Er erfuhr viel über die Sith und begann nicht nur die Brotherhood of Darkness zu hinterfragen, sondern auch, wieso kein Sith-Lord mehr den Titel Darth annahm. Lord Kasim erklärte ihm später, dass Lord Skerekan, Anführer der Brotherhood, es strikt verboten hatte, diesen Titel wieder zu beleben. Laut ihm würde das nur Machtkämpfe bekräftigen, die die Sith bereits tausende Jahre zuvor fast ausgerottet hätten. Während dieser Zeit kam eine abtrünnige Jedi in die Akademie. Bane sah sie als eine Chance, seine ehemalige Position unter den Studierenden wiederzuerlangen. Sie sah ihn als Werkzeug, ihren einzig
wirklich relevanten Rivalen auszuschalten. Die beiden begannen gemeinsam mit dem Lichtschwert zu trainieren. Gleichzeitig übte Bane im privaten Trainingsstunden mit Kasim. Außerdem lernte er immer mehr aus den Archiven über die alten Sith und die dunkle Seite. Er machte rasante Fortschritte in allen Bereichen seiner Ausbildung, wenn man sie denn so nennen mag. Und bevor wir uns nun einem Erlebnis widmen, das Bane noch lange mit sich rumtragen würde, möchte ich euch kurz auf Amazons Reflink-Programm in meiner Videobeschreibung aufmerksam machen. Dort findet ihr nämlich alle drei Bücher in einem Paket über Bane. Also alles, was seine Geschichte beinhaltet. Wenn ihr selber also ein wenig genauer noch und detailreicher in die Geschichte dieses bezeichneten Sith Lords eintauchen wollt, bestellt euch doch diese drei Bücher über meinen Link unten. Dadurch erhalte ich eine kleine Provision, ohne dass ihr irgendwelche Mehrkosten habt. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung und jetzt würde ich sagen, weiter geht's mit dem Video. Als Bane der Auffassung war, dass er nun bereit sei, denjenigen zu schlagen, der ihn damals im Duell geschlagen hatte, forderte er ihn erneut heraus und gewann haushoch. Kasim zeigte ihm darauf ein Lichtschwert mit einem geschwungenen Griff und erzählte ihm etwas, das Bane später auch noch adaptieren würde. Denn dieses Schwert gehörte nämlich Kasims alten Meister Nadas. In einem Test, in welchem Kasim sein Können beweisen sollte, tötete er seinen Meister und nahm sein Schwert als Erinnerung an alles, was er von ihm gelernt hatte, an sich. Banes Misstrauen gegenüber der Brotherhood war mittlerweile weiter und weiter angestiegen. Seine Zweifel wurden noch größer, als ihm erneut untersagt wurde, die Archive weiter zu studieren. Nach einem Ausflug in die Gräber der alten Sith und Tal der Dark Lords kehrte er der Akademie schließlich vollständig den Rücken, nicht ohne vorher seinen Kontrahenten zu töten, der ihm bei seiner Rückkehr einen Hinterhalt gestellt hatte. Bane denunzierte die Brotherhood und ihren Anführer. Er nahm den Titel Darth als einer der ersten wieder an sich und begab sich auf die Suche nach dem Planeten Lihon, um im Training der dunklen Seite sich quasi zu vollenden. Auf Lihon wurde er fündig, zumindest teilweise. Er fand ein Holocron von niemand anderen als Darth Revan. Von diesem lernte er wieder viel über die alten, in Vergessenheit geratenen Wege der Sith. Und seine Annahme verstärkte sich, dass der einzige Weg für die Sith, den Jedi-Orden zu zerstören, darin lag, die Brotherhood of Darkness zu vernichten. Aus dem Holocron lernte Darth Bane außerdem, wie man eine überaus mächtige Sith Waffe erschaffen konnte, die Thought Bomb. Mit der kanalisierten Energie von mehreren Sith Lords löscht sie bei einer Explosion sämtliche machtsensitiven Wesen in einem Radius aus und absorbiert ihre Seelen in einem Strudel der ewigen Folter. Also so ein bisschen wie Promis unter Palmen. Mit diesen Plänen machte er sich nach einiger Zeit auf den Weg nach Rusan, um dort dann die Brotherhood mit einem ausgefuchsten Plan auszulöschen. Er hatte Lord Khan nämlich von der Thought Bomb erzählt, jedoch ausgelassen, dass diese bei der Detonation auch die Sith in ihrer Nähe töten würde. Auf dem Planeten angekommen, plante Bane zunächst gemeinsam mit den anderen Sith, wie sie die sich noch auf Rusan versteckten Jedi auslöschen könnten. Im Verlauf der taktischen Gespräche enthüllte Bane dann schließlich seine wahre Identität. Teilweise wurden dennoch die gemeinsamen Pläne verfolgt, bis Bane nach einigem Hin und Her jedoch im Sith-Camp zurückblieb und die anderen sich alleine um die Mission kümmerten. Die Sith lockten die Jedi in eine Höhle, um dort dann die Bombe im wahrsten Sinne des Wortes platzen zu lassen, im Glauben, die Explosion selbst überleben zu können. Löschten sie sich aber selbst aus und damit die komplette Brotherhood of Darkness. Bane war mehrere Kilometer entfernt und spürte aber die unterirdische Explosion noch bei sich. Sein Plan war geglückt, wenn vielleicht auch ein bisschen anders als erwartet. Und auch die Jedi dachten, die Sith wären alle in der Höhle gewesen und dort gestorben. Immerhin wussten sie nichts von Darth Banes Existenz. Banes Plan, Lord Khans Organisation zu vernichten, war geglückt. Nun brauchte er aber immer noch einen eigenen Schüler. Nach der Explosion erkundete er Rusan und schließlich stieß er auf das machtsensitive Mädchen Senna. Sie war ursprünglich vor einigen Monaten mit den Jedi auf dem Planeten gekommen, wurde jedoch von ihnen getrennt und schlug sich seitdem mehr oder weniger auf dem Planeten alleine durch. In dieser Zeit befreundete sie sich mit einem der auf dem Planeten lebenden Bouncer. Dieser wurde allerdings versehentlich von zwei Jedi getötet. Senna, die ihre Kräfte noch nicht kontrollieren konnte, brachte als Reaktion die beiden Jedi um. Bane spürte sowohl ihr Machtpotenzial als auch die Wut in ihr. Er machte also Senna zu seiner Schülerin. Da Bane auf dem Mond Dxun auf ein weiteres Holocron hoffte, bestand Sennas erste Aufgabe darin, ihn zwei Wochen später auf einem Nachbarplaneten Onderon zu treffen. Sie sollte ihren eigenen Weg finden und sich beweisen. Auf Dxun fand Bane tatsächlich ein weiteres Holocron. Doch das war nicht alles. Als er das Relikt an sich nahm, wurde er von einer ganz großen Anzahl an käferartigen Wesen attackiert. Es waren zu viele, um sie abzuwehren. Sie bissen sich an ihm fest und konnten einfach von seinem Körper nicht mal entfernt werden. Bane litt also unter andauernden Schmerzen durch die zahlreichen Käfer, die sich überall an ihm festbissen. Dennoch fing er an, das Holocron zu untersuchen und
erfuhr dabei, dass es sich bei den Kreaturen um Orbalisken, die nicht wieder entfernt werden können, handelte. Bane sah sie gleichzeitig als Fluch und Segen an. Die Kreaturen bedeckten fast jeden Fleck seines Körpers und peinigten ihn mit konstantem Schmerz. Gleichzeitig waren ihre Panzer undurchdringbar, sogar für Lichtschwerter. Doch neben dem Schmerz und dem nahezu perfekten Schutz, den die Käfer boten, brachten sie auch noch eine weitere Eigenschaft mit sich. Sie pumpten Chemikalien in Banes Körper, die ihn mit unfassbaren Heilfähigkeiten ausstatteten und seine Verbindung zur Macht deutlich stärkten. Gleichzeitig steigerten sie seine innere Wut, wodurch seine Stärke im Kampf aber ebenfalls erhöht wurde. Mit seiner neuen Rüstung reiste Bane dann nach Oberon, um sich wieder mit seiner Schülerin Senna zu treffen. Dort erwarben sie sich ein Schiff, reisten nach Umbria und blieben für die nächsten 10 Jahre einfach dort. Nach und nach wies Bane seine Schülerin in die Wege der Sith und der dunklen Seite ein, und unterrichtete es. Während einer Mission erfuhren die beiden, dass im Kern des Planeten Typhon eine alte Sith-Festung versteckt sein sollte. Außerdem würden dort Informationen existieren, wie man ein Holocron erschaffen kann, was Darth Bane unbedingt erfahren wollte, damit er sein Wissen darin bannen konnte. Und tatsächlich fand er die Festung samt des Holocron, welche Informationen darüber enthielt, ein eigenes Holocron zu erschaffen. Doch noch während Bane und Xander sich auf Typhon aufhielten, wurden sie von den Jedi dort aufgespürt und angegriffen. Tief in der Festung konnten die beiden sich jedoch gegen ihre Widersacher gut verteidigen. Nicht zuletzt wegen Banes unglaublich vorteilhafter Rüstung. Senna tötete 2 Jedi, Bane einen und verwundete einen anderen schwer. Als er ihn mit einem Machtblitz töten wollte, errichtete dieser einen Schutzschild und warf den Blitz so zurück auf Bane. Bane wurde von seinem eigenen Blitz also gegrillt und die Orbalisken alle getötet. Als letzte Reaktion ließen sie ein tödliches Gift in Banes Körper fließen, an welchem er fast starb. Senna brachte ihm dann zu einem Heiler, der Bane schon einmal geholfen hatte und rettete ihn so, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie und ihr Meister sich danach den Jedi stellen würden. Als Bane dann einige Tage später erwachte, hatte er keinen einzigen Orbalisken mehr an seinem Körper, Kage, und war von ihrem Gift geheilt. Zunächst war Bane von Sennas Handeln sehr enttäuscht, doch mit einem Trick konnte sie verhindern, dass die Jedi ihn gefangen nahm. In der darauffolgenden Zeit lernte Bane über die Existenz des Essenztransfers, um so den Tod zu umgehen. Als Senna davon erfuhr, dass ihr Meister danach strebte, nie zu sterben und bis in alle Ewigkeit über die Sith zu herrschen, entschied sie, ihren Meister zu töten. Immerhin würde er damit gegen die von ihm selbst geschaffene Regel der 2 verstoßen. Auf Umbria kam es zum finalen Showdown zwischen Darth Bane und Darth Senna. Da beide Kontrahenten wussten, dass der Verlierer in diesem Duell mit dem Leben bezahlen würde, kämpften sie bis zum äußersten Ende. Es sah fast danach aus, dass Bane die Oberhand gewinnen würde und seine Schülerin am Ende durch jemand anderen austauschen müsste. Doch während Bane auf sie zustürmte, nutzte sie ihre Machtfertigkeiten und schuf mit der dunklen Seite tentakelartige Arme, die aus dem Boden sprießen und Bane angriffen. Einer der Arme streifte Bane und er verspürte einen noch nie dagewesenen Schmerz. Trotzdem schaffte er es, bei Bewusstsein zu bleiben und holte zum vernichtenden Schlag gegen Senna aus. Bevor er zuschlagen konnte, packte einer der Tentakel seinen Arm und ließ ihn auf der Stelle verdampfen. In einem Akt der letzten Verzweiflung ließ Bane seine Essenz aus sich herausströmen, um Sennas Geist zu zerstören und ihren Körper zu übernehmen, so ähnlich wie das Palpatine auch mit Rey vorhatte. Die beiden fochten einen Kampf im Geiste aus, beide mit dem Drang, den anderen zu vernichten. Während dieses Duells wurde Banes Körper aber vollständig zerstört und löste sich in Asche auf. Danach war es beendet. Obwohl ein kleiner Teil ihres Meisters in Senna bestehen blieb, hatte sie ihn geschlagen und war nun der neue Meister. Der Erschaffer der Regel der 2 war also tot. Wie vorgesehen von seiner eigenen Schülerin getötet. Und das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges dazulernen, hattet Spaß. Links und rechts gibt es noch 2 weitere Videos. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Und ich sag jetzt bis zum nächsten Mal. Rinjahorn.